auf Medaillenkurs. Bundeswehrsportler trainieren für Sotschi. Hallo aus Oberhof in Thüringen. Hier im Eiskanal, da stürzen sich die Bobfahrer ja fast schon todesmutig in die Tiefe, mehr als 100 Stundenkilometer schnell. Und darunter auch Soldaten der Bundeswehr. Die trainieren nämlich für die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Und einen von ihnen werden wir jetzt mal kennenlernen. Ja, und hier wird jetzt trainiert. Wir treffen jetzt nämlich einen echten Olympiasieger, und zwar einen vierfachen und noch viele weitere Medaillen, nämlich Kevin Kuske. Grüß dich. Geht's gut? Ja, noch. Du hast mir aber gesagt, ich darf heute ein bisschen mittrainieren. Auf jeden Fall. Ich dachte mir, ich bin groß. 1,95? Ich? Du hast? 1,87. Also 10 cm knapp drunter, ja. Und ich glaube, du hast noch ein paar Kilo mehr drauf. Und du bist schneller als Usain Bolt, der ja eigentlich der schnellste Mann der Welt ist. Ist eine kuriose Geschichte, ist gewisserweise stimmt, aber man muss immer abwiegen, wie läuft man sie, weil er läuft aus dem Tiefstart. Mhm. Ich laufe sie ja auf dem fliegenden Meter vor der Lichtschranke, und so ist es alles nicht vergleichbar. Jetzt hast du mich eingeladen, heute mal so ein bisschen mitzutrainieren. Ich sag dir gleich vorweg, Sport schauen, Sport erleben, super. Sport selber machen, extremer Nachholbedarf. Wirklich? Ja. Also es geht ja auch, glaube ich, darum, dir heute mal zu zeigen, wie aus der Anschubbahn abgeht. Viele, die jetzt zuschauen, oder viele Zuschauer sehen halt nur das, wo man durch den Eiskanal fährt, und nicht, wie es eigentlich losgeht. Und es ist sehr, sehr spannend. Okay, in der Klamotte glaube ich eher nicht. Ich denke, du gehst dich umziehen. So, fertig? Da bist du wieder, super. Kann losgehen? Ist schon eher was dann jetzt für die Eisbahn gleich. Mhm. Aber wir machen uns vorher noch ein bisschen warm, weil es wird ja ein bisschen schneller. Du bewegst dich ja bergab. Zwar am Schlitten, aber trotzdem bergab. Und das heißt immer, dass der Muskel eigentlich ein bisschen schneller rennt, als er normalerweise sich bewegt. Deswegen müssen wir uns gut warm machen. Na dann. Darauf fangen wir einfach an. Mal los. Sportler bei der Bundeswehr, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wir stehen ganz normal früh auf. 9 Uhr Trainingsbeginn. Ne? Dann meistens bis 13, 14 Uhr. Und das macht ja kein Arbeitgeber mit. Und deswegen bin ich froh. Die Bundeswehr ermöglicht dir, dort das Training komplett zu machen. Du hast deine Lehrgänge, Pflichtlehrgänge, die du machen musst, ne, die jeder andere Soldat auch macht, den Unteroffizierslehrgang, den Feldwebellehrgang. Also es gibt auch so militärische Pflichten dennoch. Genau. Also es ist nicht nur so, dass du dein Dienstsport, den du wahrscheinlich sowieso mehr als erfüllst, ja, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die du auch dann... Genau, also die normalen Lehrgänge, und die machen auch Spaß. Also ich war jetzt in Hannover einmal gewesen zum Unteroffizierslehrgang, und man macht es mit den Sportkameraden natürlich zusammen und auch mit anderen Kameraden. Mhm. Man lernt halt auch mal die richtigen Soldaten kennen. Wenn man Leistungssport machen möchte, da gehört ja auch viel außenrum, viel drumherum mit dazu, dann ist man bei der Bundeswehr eigentlich ganz gut aufgehoben dann auch, weil man muss das dann nicht alles selber stemmen, sondern hat eben die Unterstützung durch die Bundeswehr. Genau, also erstmal die finanzielle, dann natürlich auch die medizinische, also gerade wir sind ja eine Sportart, muss ich sagen, nicht die einzige Sportart bei der Bundeswehr, es gibt ja andere Sportarten. Mhm. Du bist also aber auch medizinisch abgesichert dort über die freie Heilversorge. Das heißt, du hast eben auch mal einen speziellen Arzt. Bist du dann Spitzensportler oder Soldat oder beides? Ich bin Spitzensportler-Soldat. Also mir schon ganz gut warm, oder hast du noch ein bisschen mehr? Also wenn du es mal probieren willst, kannst du das mal machen mit dem langgestreckten Fuß, da kommst du noch ein bisschen tiefer auch an den Beuger ran. Aber genau, dann wechseln wir nochmal die Seite, weil wir haben ja auch noch ein anderes Bein. Bauch trainiert man damit noch nicht ab, oder? Ein bisschen, du musst nur anspannen. Ne? Ah. Und bei der Stellung ist aber gut, dass in der Truppenküche heute keine Erbsensuppe gab. Genau. Das sieht doch, glaube ich, total bescheuert aus, oder? So, das sind hier also die heiligen Hallen, ja? Das sind sie, die Anschubanlage. Aha. Die heilige. Das heißt, ihr übt das gar nicht immer auf der großen Bahn, sondern das geht hier nur ums Anschieben. Das macht ihr hier auf der Kurzstrecke quasi. Genau. Wenn man jetzt anschieben würde auf einer richtigen Bobbahn, wirst du ja die Bobbahn erstmal runterfahren müssen, die über einen Kilometer lang ist. Und insofern hat die Qualität des Anschubs nicht so eine Bewandtnis, weil hier kannst du runterschieben, 2 Minuten Pause machen und kannst wieder losschieben. Das Anschieben. Sehe ich schon richtig. Das ist das Wichtigste,
letztendlich, um den Erfolg zu haben hinterher, oder? Genau, also umso schneller du in die Bahn reinschiebst, umso höhere Geschwindigkeit hast du ja. Hat man noch Möglichkeit, das zu beeinflussen, wenn der erstmal in der Bahn ist? Kann man da lenken, mal ganz leinhaft gesprochen, oder wie ist das? Wir machen einen Rhythmus, einen Körperrhythmus in der Bobbahn. Also du wägst dich mit den Kurven mit und musst den Körperverlagerung in den Kurven, in verschiedenen Kurven anders wirken lassen und du kannst schon diese Fahrt beeinflussen. Also du beeinflusst es schon. Das ist jetzt hier so eine Art Übungsbob, den ihr habt. Das ist ja kein Original, das ist nachgebaut oder da gibt es nur das Gröbste dran. Das ist wie so ein Rahmen, sagt man mal, innen drin, ohne die Verkleidung. Der Einstieg passt, man hat auch die Bügelhöhe und die Bügelform gelassen mit den Einstiegstrittbrettern an der Seite. Es sind originale Kufen unten drunter, die man noch fahren könnte. Was wiegt der? Was wiegt so ein Ding? Wie fährt der hier, der Bob, Andreas? 140. 140? Na? So. Was war noch ein spannender Eindruck dafür, dass du jetzt 10-mal rauf und runter gerannt bist? Ja, das geht noch. Echt? Also wie gesagt, wir haben uns eine Weile gemacht, die ersten Einheiten sind ein bisschen anstrengender. Ja, ich würde schon auch gerne mal probieren. Ja, also du musst den Schuh noch wechseln, das ist ja mit dem nicht möglich, das ist ja etwas also glatt hier und deswegen schlüpft man die Startspikes und dann geht's los. Startspikes, okay. Schick, oder? Die sind ganz schön eng, die Dinger. Aber die müssen ja festsitzen. Damit bürstet man ja normalerweise Hunde. Hier hat man unter den Schuhen drunter. Da machen wir mal ab. Dann wollen wir mal, oder? Oh, da geht nicht schnell. Wollen wir nochmal? Also ich würde gerne noch einen probieren. Ich fange dich dann wieder auf. Okay. Ich probiere es doch noch erstmal ein bisschen vorsichtiger. So der Punkt, wo man denkt, wow, was stoppt das Ding? Ich hatte aber den Eindruck, ich war gerade eben schon ganz gut da oben. Ja, du warst höher auf jeden Fall. Ja. Das wären jetzt deine vierten Olympischen Spiele in Sotschi. Und du hast unglaublich viele Medaillen bei früheren Spielen schon gewonnen, bei Weltmeisterschaften, bei deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften. Kommt da immer der Punkt, dass man überlegt, wie geht's weiter, wie lange mache ich das noch? Ich versuche eigentlich so lange wie möglich. Und wie es der Körper mitmacht, meine Leistung dem Team und der Nationalmannschaft zu schenken und da weiter dafür zu sorgen, dass man Medaillen kriegt. Ich wünsche dir viel Erfolg für Sotschi. Dankeschön. Ja, dass das was wird und du da wirklich an die Erfolge mit deinem Team zusammen von den letzten Spielen mit anknüpfen kannst. Kevin, herzlichen Dank. Gerne, gerne. Alles Gute, viel Erfolg für Sotschi. Genau, geh dich wärmen. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. Wir bleiben auf dem Eis hier im Sportforum in Berlin-Hohenschönhausen, machen sich unter anderem die Eisschnellläufer fit für Sotschi. Unter ihnen ist auch Monique Angermüller und wir dürfen heute dabei sein. Du warst jetzt auf dem Gleitbrett gerade. Was hat es damit genau auf sich? Das Gleitbrett ist quasi eine Imitationsübung für uns, wo man nicht nur statisch auf einer Stelle was machen kann, sondern doch ein bisschen mehr in die Sportart gehen kann. Ist ein bisschen spezifischer und ja, ist eine gute Form der Erwärmung auf jeden Fall. Jetzt bist du in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Welche Vorteile bringt dir das bei der Ausübung deines Sports? Es ist der Vorteil, dass ich ihn überhaupt machen kann. Also weil ohne die Bundeswehr, denke ich, wäre es vielen, vielen Sportlern und auch mir nicht möglich, den Sport überhaupt zu betreiben, weil man könnte nicht arbeiten gehen und nebenbei noch den Sport machen. Dafür sind wir zu trainingsintensiv. Also wenn du 6 Stunden am Tag trainierst, wo sollst du dann noch 8 Stunden arbeiten gehen? Also das funktioniert überhaupt nicht und da sind wir total dankbar, dass es die Bundeswehr möglich macht. Die erste Serie haben wir jetzt hinter uns, aber es
tut schon ein bisschen weh in Beinen immer. Wie viel habt ihr jetzt schon runter? Wie viel? 4x800 haben wir jetzt. Einmal haben wir noch ein 1200er eingeschoben, aber die Hälfte haben wir jetzt quasi. Du warst natürlich schon bei vielen Weltcups dabei, bei vielen Meisterschaften. Ist Olympia für einen Sportler so das höchste der Gefühle? Natürlich, also Olympische Spiele sind für jeden Sportler, der eine olympische Sportart ist, das höchste. Man trainiert 4 Jahre lang darauf hin, weil nach Olympia ist auch schon wieder vor Olympia und es ist schon immer eine sehr lange Zeit, glaube ich. Und deswegen ist es so speziell, weil es halt so selten ist. So, Training vorbei. Ja. Zufrieden für heute? Ja, ging so. War heute ein bisschen schwer, aber gut, man hat ja nicht immer bombige Tage. Du bist in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Inwiefern schlägt sich denn der Bundeswehralltag auf deinen Sportalltag in irgendeiner Art und Weise nieder? Das heißt, trifft man dich mal bei Lehrgängen zum Beispiel oder wie ist das? Na, bei uns ist es ja, wir haben Laufbahnlehrgänge. Die ersten Jahre, die habe ich nur alle schon absolviert. Mhm. Bin jetzt schon 9 Jahre bei der Bundeswehr und dadurch habe ich die alle durch und bin bereits Oberfeldwebel. Aber es ist, wir machen die Lehrgänge im Frühjahr immer sehr gerne. Also wir haben die immer nach der Saison. Und weil bei uns ist es immer so eine indirekte Partnervermittlung. Aha. Weil es doch, dann treffen sich quasi alle Wintersportler und da sind schon viele Pärchen entstanden, wie bei mir auch. Mhm. Und da freuen wir uns schon immer drauf. Da hat es mich sehr gefreut, dass wir heute mit dabei sein durften beim Training. Wir drücken die Daumen für Sochi. Mhm. Toi, toi, toi. Und vielleicht sehen wir dich irgendwo sogar auf dem Treppchen stehen. Ja, schauen wir mal. Drücken die Daumen. Dankeschön. Tschüss. Bitte. Ja, wir haben gesehen, Sport wird bei der Bundeswehr großgeschrieben. Leistungssportler bekommen hier jede erdenkliche Unterstützung. Und die Besten der Besten, die schaffen es bis zu den Olympischen Winterspielen, sogar bis nach Sochi. Daumen drücken.